Heute werden wir in diesem Part etwas Spektakuläres sehen. Und zwar sehen wir Nydra und fliegt runter in Richtung Karaiko. Okay, jetzt werden wir jetzt mal alle Sachen von denen jetzt mal holen. Ich schieße mal so ein Ding jetzt hier da vorne ab. Wenn ich das schaffe. Ich bin viel zu hoch. Ich bin viel zu tief, meine ich, ne? Na komm jetzt. Abschuss. Ja. Muss hier sein. Ja, tatsächlich. Nydra Schnuppe, sehr kostbar, mit extrem kalter Luft gefüllt. Aha. Och nee, was willst du von mir? So gesagt, ein Eisdrache ist das, ne? Hier noch die Kralle. Als ob. Hey, so geht das immer so durch. Immerhin kann man hier nach dem Aufwind sich neu regenerieren. Aber das befindet sich auch noch was. Ja, Nydra Drachenstein. Hallo? Alter, es hat gefriest. Was war das denn? Aber mir fehlt noch hier noch zwei Stück, ne? Hey, ist das der falsche oder was? Weil ich brauch noch diese sogenannten Klauen. Oder sein Auge. Ne, bringt ja auch nichts. Geiler Drache, aber irgendwie habe ich. Verstehe ich manche Sachen überhaupt nicht. Da, ich treffe das richtig, aber irgendwie krieg's trotzdem nicht hin. Außerdem braucht dieser Drache eine halbe Stunde, bis er sich einmal umrundet. Und der fährt auch noch weiter in Richtung Südosten. Ne? So ein Kreis wie Eldra. Geht nicht, ne?
Der ist nur ein Pfeil. Oh, jetzt, oder? Verstehe ich nicht. Oder brauche ich einen anderen Boden? Irgendwie checke ich es nicht. Aber wenn er wiederkommt, wiederhole ich es nochmal. Ich hab nur die Hälfte, ne? Ja, es bringt jetzt nicht nochmal hochzufliegen. Wenn ich erst irgendwelche Informationen von denen habe, oder wie ich nicht alle bekomme, werde ich in der nächsten Folge zeigen, wenn ich das schaffe, aber eigentlich habe ich richtig geschossen. Das war nur Betrug. Also warte mal. Es gibt irgendwo noch ein Loch, der irgendwo hier befindet. Oder vielleicht da unten, die ich nicht sehe. Ich glaube, das ist noch weiter unten, der fährt auch noch hier runter. Also im Grunde genommen fährt er so im Kreis. Ne? Okay. Es gibt hier noch eine Aufgabe. Hier auch. Oh, ich glaube, den haben wir schon. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal den neuen. Aber ich habe doch richtig genau geschossen. Hä, wie kann das denn sein? Aber ihr habt das schon gesehen, wenn man irgendwo abschießt in den richtigen Winkel, dann leuchtet der für kurze Zeit. Aber ein Nydra-Schild kann man machen, oder? Ja, viel Strick. Man kann sogar Eis erzeugen. Krass. Lol. Nicht schlecht. Okay, es geht lebt in dieser Richtung. Hier ist einfach nur eine Festung da vorne, ne? Ach, muss es jetzt ernsthaft regnen? Ja. Du so, Alter, ich hab's noch gerettet, ey. Ach, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Jupp, so ist es. Ups, da vorne ist, befindet sich es. Wir müssen schnell dahin. Na gut, es wird ja auch gleich wieder hell. Also dunkel. Hä, warte mal. Leuchtet das Schloss Hyrule oder was? Okay, auf jeden Fall ist hier der nächste Stall.
Aha. Her mit dir. Weil das ja nicht durchschaubar ist. Na, hast du was Tolles? Naja, nur Citran und Maxi, ne? Nö, nicht so besonders. 30 Stück von Nydra? Der kann doch nicht mal fliegen. Also, Terry, um das zu holen. Schön beleuchtet, ne? Stall am Berge. Und, das Mädchen vom Sch- Wieso ist der nackt? Mit Unterwäsche. Ja. Unsere Kleidung mag den Leinen seltsam erscheinen, aber ich denke ja nicht, dass wir irgendwelche Spinner sind. Wie das Mädchen vom Stall ist sofort hier in den Stall gerannt, als es uns gesehen hat. Dabei sind wir seriöse Wissenschaftler von der Sonarforschungsgruppe und sicherlich keine Spinner. Jetzt mach mal einen Punkt, ist doch wohl völlig klar, dass die Leute einen Bogen um uns machen, wenn hier so herumlauft. Na, so einfach ist das ja wohl nicht. Wir haben keine andere Wahl, als präsentiell Befehl zu befolgen. Wie konnte es nun so weit kommen? Ich bin erst am Schluss dazu geschlossen, aber das waren schon alles so gezogen. Wo hat Prozentsel bloß ein Befehl lassen? Keine Ahnung. Und warum fliegt da wieder so ein Krok, dieser Scheißkerl? Wohin bist du denn? Du willst hier hin, oder was? Yeah. Ja, und kannst nicht laufen, weil ist das fettes Ding hier nicht. Was raucht denn da? Irgendwas raucht da vorne. Ich muss mal den Schrein auf anmachen. Freischalten. Dann können wir den Stall weitermachen. Okay, jetzt zu dir. Ey, das fällt fast runter. Jetzt hoch mit dir. Auch wenn du ein bisschen schwer bist. Oh. Aber das ist noch eine Truhe. So, hier hast du ihn. Raketen. Okay, dann
kehren wir zurück. Da vorne ist auch noch was. Was zum Teufel ist das hier? Ach, wieder ein Krog? Als ob. Tatsächlich. Wie soll das gehen? Wo muss es denn rein? Hier auf diesen Ding hier, ja, ne? Oh, das Teil ist scheiße. Das geht doch gar nicht. Dann muss es so sein. Ja, der scheiß Spender will nicht rein, ey. Der hat jetzt viel Maggots gefressen. Mache ich das irgendwas falsch? Geht doch! Was ist dann das Problem? Und auf der linken Seite ist wieder so ein Zelt. What the fuck ist das denn? Und ein Zeltlager. Das ist nix, eindeutig. Ups, mein Gefährt. Darf nicht so rumgeschmissen werden. So langsam sollst du zum Bett gehen. Willkommen im Stall der Berge. Danke, dass du unsere Stelle nutzt. Es gibt einen Besuch, in dem ein Stall ist, also erhältst du einen Bonus. Gut. Willst du dich irgendwas registrieren? Nö. Ah, fällt mir noch ein. Ich habe Gerüchte gehört, dass der Pferdegott sich jetzt in Akalla aufhalten soll. Es soll sogar tote Pferde wiederbeleben können. Na gut, es ist ja schließlich auch ein Gott. Obwohl hier natürlich mehr los wäre, wenn es sich näher an den Stall niedergelassen hätte. Ach, damit muss ich aufhören, sich zu ärgern. Bring einen auch nicht weiter zurück an die Arbeit. Boah. Immer Unterwäsche, guck, es ist kalt und dunkel. Ich bin vor kurzem in die Sonarforschungsgruppe aufgenommen worden. Das war erstmal toll. Aber dann habe ich jetzt gesagt, ich soll unbegleitet losziehen und jetzt sehe ich hier halbnackt wie letzter Depp. Sie meinte, es sei ein Befehl von Präsident Zelda. Und ich meinte, da stimmt doch was nicht, oder? Ja, ist eine Fake Zelda, was sie da redet. Und ich frage mich schon, ab welchem Alter ist das denn hier, wenn die so nackt aussehen hier? Was ist los? Bist du vielleicht ein Reisender? Was? Du fragst sie wahrscheinlich, warum wir so angezogen sind. Stärkt euren Körper und Geist und zieht wacker unbegleitet los. Das ist die Befehl, die von euren Mitgliedern vor so nach vorne Gruppen gehen. Aber ich weiß ja nicht. So halb nackt, ohne Ausrüstung, traue ich kaum auf dem Stall.
Jetzt soll ich noch den Aufzug, auch noch dem Monsterversteck gehen? Ja, ich bin raus. Sagoba und Derab hat sich vergetraut. Sie meinte, das Versteck, es sei direkt diesen Felspfad hoch bei den Gefahr, kehrt wie sofort zurück. Aber ich frage mich echt, ob sie da nicht versetzt haben. Mein Akala befindet sich hier noch ein Pferdegott? Ja, es gibt ja Akala und andere Akala. Bro, kannst du mir das genauer sagen? Welches? Meinst du das Innere? Nee, sagt da gar nichts, ne? Achso, das ist ja eine Mauer. Eine Wand. Was ist das denn? Wie eine Truhe aus. Tatsächlich, das kann man holen. Ich hol die einfach mal hier vom Yono-Bereich da, was ich auch noch geholt habe. Das hier. Perfekt. Aber nicht ins Wasser. Bitte, jetzt kann ich es nicht mehr holen, oder was? Ich starte es einfach neu. Kann nicht wahr sein. Okay, nochmal. Ja, es geht von ganz allein hier ins Wasser. Vielleicht? Ich weiß es nicht. Jetzt aber, okay. Oha. Ja, schlechter Zeitpunkt. Es war geil, aber muss ich lassen.
Dafür nehme ich das hier. Vielleicht hole ich mir das. Ich merke es mir, wie ich das schaffe. Hunde sind spitze. Du hast etwas gefunden? Brav, los, bring es. Ah, du bist vollständig bekleidet, dann musst du ein Reißerin sein. Hör mal, wir sind hier. Du bist es nicht wirklich glauben, aber hier im Städteberger sind in der Gruppe von Typen aufgetaucht, die nur Unterwäsche herumtragen. Darauf habe ich keine Lust, also kümmere ich auf die Hunde, erholt von dem Stress. Okay. Es ist schon morgen jedoch Zeit, wir gehen den Hunde vergnügen. Die wollen bestimmt essen. Hier, isst mal. Oh, weil die anderen hier essen ja auch noch, ne? Was für ein Scheiß. Guck, jetzt essen die alle gleichzeitig. Okay, immer einer hat es geschafft. Diese Höhle? Ah. Einfach hin und her bewegen. Oho, Rotonik. So, und ihr? Boah, ist es der andere jetzt faul zum Essen oder was? Eine Chance gebe ich euch noch. Hä, mit dem Schatz. Okay. Weg mit der Nähe. Der andere rückt gar nichts. Nichts. Ja, weil der Scheißhund einfach viel zu lahm ist, ey. Eigentlich kann er schneller laufen. Okay, das ist der Krogbereich. Hier. Achso, der hat mich nicht gefunden oder was? Ey, was für ein Dreckskerl. Ach, in diese Richtung, okay, dann lauf doch schneller. Ja, hier. Königsbogen. Kann ich nicht aufnehmen. Hey, der kann schon. Aber hat er ab.
Es läuft dann auch in die falsche Richtung. Okay, also die meisten wollten nur 4. Und der andere führt mich hier hin, okay. Komm jetzt bitte. Oh, 3 Stück, die ich nicht aufnehmen kann. Na gut, es gibt noch eine Aufgabe von Payin. Und das machen wir in der nächsten Folge. In Unterwäsche, ja. Darum geht es. Du Depp.